So, herzlich willkommen. Fein, dass ihr da seid. Das ist das Theaterpädagogische Zentrum. Von den Gesichtern her seid ihr wahrscheinlich nicht oft da gewesen. Deswegen erzähle ich ganz kurz. Da auf der Bühne arbeiten 160 Kinder das ganze Jahr an ihren Produktionen. Im Sommer haben wir 170 Kinder, was Sommerprojekte betreuen, dabei sein. Dann haben wir noch 90 Projekte, was wir in Schulen und in Freizeiteinrichtungen durchführen. Und da kommt natürlich eine Menge an Erfahrung zusammen. Und die Erfahrung sind wir gern bereit, auch weiterzugeben. Deswegen machen wir einen zweijährigen Lehrgang, alle zwei Jahre. Schritte in die Theaterpädagogik nennt sich das. Das sind 12 Blöcke, allem zu zwei Tage, wo sie so ein bisschen die Basis lernen. Dann ist ein Spielprojekt, so wie das da jetzt. Und dann wird noch jeder von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein eigenes Spielprojekt machen. Dann kriegt man ein Zertifikat und dann darf man Theater machen. So, fein, dass ihr da seid. Ihr seid dafür verantwortlich, dass die da draußen jetzt ein bisschen Lampenfieber haben. Danke, ist super. Ich bin der Thomas, ich und die darf jetzt zwei Jahre begleiten. Und ja, es geht darum, dass man als Theaterpädagoge eben mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen, mit Senioren arbeitet, so dass die ein bisschen etwas über sich selber herausfinden können und durch das Theater ja, ein bisschen was fürs eigene Leben profitieren. Es geht nicht um Schauspielerei, sondern es geht darum, durchs Theater was zu lernen. So, das glaube ich, sind alle beieinander. Lass uns losgehen. Danke fürs Zuschauen. Ah, noch was. Es gibt dann noch einen kleinen Umtrunk. Jetzt haben die sich da drinnen aber so breit gemacht, dass wir es nicht herinnen machen, sondern draußen. So, es kann ein bisschen kiel werden. Aber es wird alles so aufgeheizt werden, deswegen. Guten Abend, ich bin die Traudi Meranese. Wir feiern heute ein 10-jähriges Jubiläum, weil wir haben genau vor 10 Jahren die theaterpädagogische Ausbildung hier abgeschlossen. Und wir sind heute zusammengekommen, um unserer Johanna, das war unsere Ausbildnerin, ihr zu gedenken und zurückzuschauen. Ich zum Beispiel bin ihr sehr oft dankbar, weil wir sehr viel Interessantes, Neues und Wissenswertes über das Theater gelernt haben. Und wir schauen mit Dankbarkeit auf die Ausbildung zurück. Danke, Traudi. Ich bin der Ewald. Ich sag's immer, für mich war diese Ausbildung jetzt nicht der Start oder so irgendetwas, gell? Ich war immer schon ein Mann für die große Bühne und deshalb bin ich nach dieser Ausbildung auch gleich hingegangen zu dem VPP, hab da angeklopft und die haben mich ja natürlich mit offenen Armen angenommen. Ich habe viel da gemacht, wirklich einiges. Ich sage ja immer, solche Produktionen, die kannst du nicht numerisch erfassen, gell? Die muss man fühlen. Deshalb brauche ich euch gar keine Zahl zu sagen, dass es in diesen 10 Jahren 3 waren. Aber 3 sehr besondere, das muss ich dazu sagen. Wenn ich an die erste denke, die war wirklich, da habe ich eigentlich die entscheidende Rolle gespielt. Da habe ich persönlich dem Regisseur das Büchlein gehalten. Ja, dafür war ich 13 Jahre lang Ministrant. Ja, das macht mir nicht so schnell jemand nach. Die zweite Aufführung, die war wirklich etwas Besonderes. Da waren wir auf der Seiser Alm. Ein Stück über die Schlernhexen. Sehr schön. Da habe ich auch etwas ganz wichtig gelernt, dass auch wir als Kopf der Sache uns manchmal den Böbel ergeben müssen. Gell? Ja, kleiner Wermutstropfen, wir haben keine Frau bei lebendigem Leibe verbrannt. Ja, haben wir einen kleinen Abstrich nehmen müssen, auch sonst war es ganz nett. Und die letzte, das war erst 2 Jahre her, die letzte Produktion, die war wirklich boom.
darüber darf ich nur nicht reden, hat der Anwalt verboten. Aber ich sage, kleine Unfälle, die gibt es immer. Ja. Und die drei, ja, Gott hab sie selig. Warum ich heute zu dem Treffen mit den Anfängern da hinten gekommen bin, ich sage, ich hab jetzt den Namen groß gemacht, gell? Wenn ich an einen Lukas Lobis denke, der hat vorher seinen Namen immer klein geschrieben, ich habe ihn in Großbuchstaben geschrieben, ich habe den groß gemacht. Ich würde jetzt gerne zu den No-Names zurückkehren, gell? Weil diese No-Names, da geht es noch um die Künste. Da geht es nicht um Attitüden und solche Sachen, da geht es noch um die inneren Werte. Schaut unsere Traudi an, ja, da geht's noch um Blutzuckerspiegel, gell? Um einen Bypass, ja. Und das kann man alles so rausgutscheln und ja, das werde ich jetzt in den nächsten Jahren machen, also hört's auch wieder von mir. Schön, dass es wegen mir gekommen seid. Guten Abend. Anna Frisch mein Name. Sie haben wahrscheinlich schon von mir gehört. Oder gelesen. Erst neulich, vor 2-3 Tagen, gab es einen Artikel von mir in der Tageszeitung über die Bedeutung der Bühnensprache. Ja. Ja. Wie es so ist, ja, vor 10 Jahren habe ich die Ausbildung gemacht und wie man so in den Anfängen arbeitet. Man versucht es mal mit den Kindern, naja, ein bisschen rumkrabbeln, ein paar Spiele, ein paar Übungen. Den Kindern hat es ja Spaß gemacht. Aber das war so mühsam, einen Dialog einzuüben, die Aussprache, die Intonation, das war wirklich schrecklich mühsame Arbeit. Zum Glück arbeite ich heute mit Profis. Ja, da ist die Sprache kein Problem. Muss schon sagen, also wenn ich meine Auswahl für die Schauspieler treffe, das Erste, das ich mir anschaue, ist, wie sie sprechen. Ah, und übrigens, sollten Sie den Artikel nicht gelesen haben, Sie finden ihn auch online unter www.tageszeitung.de/kultur. Sehr interessant. Na, bin die Evelyn Anima. Und nach der 10-jährigen Ausbildung hat mir die Johanna das Bewusstsein geöffnet, dass ich und du, ja du, dass wir heim da stehen, geführt vom Licht, vom Leben, vom Bewusstsein. Ja, wir stehen heim da. Geführt von oben bis unten durch unseren Körper, durch mir Stern. Ja. Wir sind halt da. Hi, ich bin die Bussenbabsi. Und, ja, also in den 10 Jahren ist bei mir ganz viel passiert. 7 Kinder sind passiert und ja, vor 8 verschiedene Männer. Ja, aber es gibt schon noch Sachen, was ich jeden Tag brauche, was ich von den Lehrern mitnehme. Wie das Gehen zum Beispiel, von den Räumläufen. Gehen durch jeden Tag. Sonst mache ich schon auch noch oft einmal ein paar Sachen, was ich mit Theater zu tun habe. Also praktisch in die Schulen. Ich mache nicht nur die Kinder, sondern auch oft einmal noch einen Kuchen und noch die Aufnahmen. Ja. Daniela Meyer, hallo. Für mich war die Ausbildung vor 10 Jahren das Sprungbrett. Ich habe noch angefangen, nicht mit Kindern zu arbeiten, sondern die Rezensionen für die Theaterstücken zu schreiben für die Zeitung. Und für mich, es ist schon so, ist das logisch ganz wertvoll, weil ich komme jetzt überall gratis hin, in alle Häuser. Ich habe meistens mehr Freude wie die Leute vom Haus. Was ich sagen muss, durch den Lehrgang habe ich einfach gelernt, worauf es umkommt beim Theater. Und da muss ich jetzt sagen, wir machen in Südtirol ganz viel falsch. Und das bringe ich noch auch gern zum Ausdruck.
Ja, wie viele Stickeln ich selber gemacht habe, werde ich oft einmal gefragt. Bisher keins. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und dabei gebe ich mein Wissen einfach anderweitig weiter, indem die Leute es noch halt hinten noch meistens irgendwo finden. Danke. Hallo, grüß dich, ich bin die Lena. Aber ich sehe da schon ein paar bekannte Gesichter vom Fernseher, gell? Ich war noch nie eine Frau der großen Worte, sondern eher der Taten. Und nach meiner Ausbildung ging es probiert mit den Kindern und habe dann in einen oder anderen Regisseur kennengelernt. Und alle mal mehr und alle mal länger. Und ja, jetzt bin ich halt ganz oben, wie sie halt da an den Höhepunkt gekommen sein. Genau. Und ich würde sagen, ich gebe nie auf, weil es geht alleweil länger und alleweil tiefer und härter. Und es hat nie auch von unserer lieben Lehrerin gelernt, nie aufzugeben, gell? Und deshalb, ja, genau, schaltet es mir ein, oder wir sehen uns draußen. Ja, ich bin die Nina. Ich habe durch die Ausbildung gelernt, dass ich noch mehr Pädagogin bin, wie ich eigentlich Herrscher schon war, weil ich jetzt praktisch noch lieber auf dem Boden herrscht habe. Und ja, ich habe ein paar Projekte gemacht mit Kindern und Jugendlichen. Ich habe echt fest an mir gearbeitet und wirklich versucht, allem weiterzukommen. Das Sprungbrett ist aber ausgeblieben. Ja, nicht alle Träume im Leben erfüllen sich. Ja, ich bin gescheitert. Nein, es hat einfach nicht funktioniert. Ich würde sagen, das war eine nette Runde zu Beginn. Die Johanna, von der haben wir jetzt schon ein bisschen gehört, gell? Die Johanna, die hatte zu vielen eine gute Beziehung gehabt, wir haben eine bessere gehabt. Und wenn Johanna etwas erzählt hat, meine Damen und Herren, dann kann ich euch noch sagen, da wäre es, als wäre man live dabei gewesen. Die hat eine Gabe gehabt zum Erzählen und mir hat sie ja mal beim Gläschen Wein Merlot unter vier Augen hat sie mir erzählt, dass sie bei ihrer eigenen Geburt falsches Bewusstsein gehabt hat. Falsches, gell? Und das muss man sich vorstellen. Die hat also weiß heim noch, wie sie damals in diesem Fruchtwasser rumgeblubbert ist. Und wenn sie das erzählt hat, das hat mir so die Kraft gegeben und die Erkenntnis, dass man gleich zu Beginn schon wissen muss, wo man hin will. Ja? Bist du's? Ja! Ja! Ja, dann hast du die Johanna! Ja, aber mir hat die Johanna erzählt, wenn sie mich gefragt hat, ob sie ihre Kinder einschulen soll oder nicht, wie es bei ihrer Einschulung gewesen ist. Sie war allem schon ein brutal kreativer Kopf.
Aber in ihre Eltern hat das gar nicht gepasst. Deswegen haben sie in ein Internat gesteckt. Ja, und mir hat die Johanna erzählt, dass eigentlich ihre Oberschulzeit ausschlaggebend gewesen ist, dass sie sich für sein Theater interessiert hat. Sie haben eine Deutschlehrerin gehabt, die hat die ganze Klasse dazu motiviert, regelmäßig ins Theater zu gehen. Sie haben viele klassische Inszenierungen umgeschaut. Und ein Höhepunkt ist der Faust von Goethe im Maturajahr gewesen. Spannend. Wir sehen uns morgen beim Unterricht, gell? Wie war dein Eindruck von der Inszenierung? Da sprechen wir es dann morgen weiter, gell? Was sagst du dazu zur Aufführung? Die Inszenierung war ganz besonders. Besonders die Steigerung hin zur Gretchenfrage hat mir gefallen. Wir werden das morgen dann noch ergänzen. Gute Nacht. Johanna, was sagst du dazu? Das war eine wundervolle Inszenierung. Also, ich bin hin und weg, ich bin hin und Johanna, weg. Johanna, ich sehe dich schon im Theater. Ja, und mir hat Johanna einmal erzählt, wie sie sich zum ersten Mal verliebt hat. Ja. Das blaue Gefühl im Magen, die weichen Knie, das kennt ihr ja vielleicht, die Schmetterlinge im Bauch, manchmal zu Tode betrübt und dann wieder himmelhoch jauchzend. Ja. Wie sie mir so erzählt hat, wie sie ihre erste Liebe erlebt hat, das hat mich zutiefst berührt. Ich sehe schon vor mir, ich werde im Fitnessstudio sehen, wer gerade voll bin, pump mich. Und
und dann wird der mich auch sehen und dann fragt mich schön um die Handynummer und ladet mich top draus in so eine Schickimicki-Restaurantin. Sam wird ihm dann erzählen, dass ich unbedingt einmal gern Paragliden gehe und soll schenkt er mir das in meinen Geburtstag. Und weil er mir erzählen wird, dass er Ressortportal gerne hat, schenke ich ihm für seinen Geburtstag einen Ritt in den Sonnenuntergang. In unserem ersten Sommer, Sam, fahren wir auf dem Meer. Cesenatico zum Beispiel. Und Sam wird mir dann auf dem Strand hinkremen, dass alle so richtig neidisch werden. Und danach machen wir einen Spatzer in Stadtl. Und Sam, die gehen noch dem Hand in Hand an Gelati essen. Das erste Mal schmusen werden wir mittelt in die Viecher drin, in Zoo. Und unser erstes Mal haben wir dann auf seiner Vespa. Ja, bis jetzt Träume für den Lei. Und ich hoffe ganz fest, nein, was? Etwas für den wird wahr, weil etwas wird schon gehen. Hast du dir mal selber in den Spiegel angeschaut? Du bist nix wert. Bin ich attraktiv genug? Wäre niemals ein Bach. Bist du niemals wert? Eppis wird schon gehen. Aber mir hat Johanna erzählt, wie sie all mir Zielfrauen wahrgemacht hat. Und sie hat die Theaterpädagogik-Ausbildung gemacht und sehr logisch leid bei den Schmattigsten, bei den Schweizer. Kennen Sie schon auch gut. Genau, und was sie Sam gesehen hat, gespürt hat, erlebt hat, sie hat, wenn sie davon erzählt hat, Tränen in die Augen gehabt. Und so ein Tag wurde er auch. Schönen guten Tag allerseits. Guten Tag. Guten Tag. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Guten Tag. Eigentlich müssten wir acht sein. Es ist schon fünf nach zwei. Wenn wir jemanden in Verspätung. Ja, guten Tag, wer bist du denn? Hallo, ich bin Johanna. Ja, guten Tag, Johanna. Herzlich willkommen bei unserem Kurs. Oh, jetzt sind wir endlich vollzählig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und wir können beginnen. Ich würde sagen, wir beginnen sofort mit einem Raumlauf. Ihr bewegt uns jetzt hier, bei euch jetzt hier in diesem Raum und versucht den Raum wahrzunehmen, ja? Nicht alle im Kreis gehen, bitte. Versucht den ganzen Raum auszunutzen. Ja, fantastisch machst du das, Johanna. Ich würde sagen, das ist super. Ja, versucht den Raum wahrzunehmen. Ja, danke, Johanna, für diesen herrlichen Impuls. Seht ihr, Johanna ist jetzt ganz klein. Wir versuchen uns jetzt alle wie ein, also ihr versucht, ich leite an. Ihr versucht euch jetzt wie ein Zwerg zu bewegen. Schaut, wie das Johanna macht. Wie ein Zwerg. Zwerge sind klein, sie fürchten sich, ja. Versucht bitte Johanna anzuschauen. Ja, das ist fantastisch. Klein, habe ich gesagt, sind die Zwerge. Naja. Und jetzt versuchen wir einfach mal, uns in eine andere Rolle zu schlüpfen. Ja, wir sind jetzt riesengroß. Bewegt euch im Raum wie Riesen. Ja, langsam erheben, das ist fantastisch. Also deine körperliche Ausdrucksfähigkeit, Johanna, ist einmalig, würde ich sagen. Ja, fantastisch. Fries, bitte alle mal stoppen.
und Johanna anschauen und nachmachen. Ja, mach das mal. Ich würde... Ah, da haben wir jetzt eine fantastische Choreografie. Einfach super. Danke, Johanna, danke, Johanna. Ja, und jetzt machen wir noch eine letzte Übung, ja. Oh ja, du bist immer sehr aufmerksam, Johanna. Ja, da bekommst du diesen Papierschatz. Ja, deins läuft bitte aus, ja. Oh, ja, ganz genau so, wie es Johanna macht. Den Papierschatz über den Kopf stülpen. Und jetzt bewegt ihr euch wieder im Raum und versucht ihn wahrzunehmen, ohne euch auf euren Sehsinn zu konzentrieren. Ja, na, aber nein, bitte nicht berühren, ja. Versucht den Hörsinn und den Geruchssinn zu verwenden. Nein, bitte nicht berühren, habe ich gesagt. So, ich würde, ja, Johanna, du machst das fantastisch. So, stopp. Ich würde sagen, das war einfach gut, ja. Also wirklich, Johanna, hier dein Theaterdiplom. Ich gratuliere dir, ja, und die anderen bekommen das Diplom dann zugeschickt, ja. Wisst, was sie mir noch erzählt hat? Vom schönsten Tag von einer Frau, wenn sie heiratet, in einem schönen weißen Kleid. Und er wartet vorne. Sie hat gleich angehabt, die Meere. Aber er wartet vorne und schaut sie mit den verliebten Augen an und hat sie alles erreicht. Sie war so glücklich. I think I wanna marry you. Mir gehen ganz andere Sachen durch den Kopf. Ich lebe in einer Welt, die sich tagtäglich ändert. Und die haben gedacht nicht da. Eine Frau in der heutigen Gesellschaft, die tanzt auf einem Drahtseil, balanciert zwischen den ganzen Sachen, die andere für ihr wollen, und den eigenen Ruf von ihnen außer nach Selbstbestimmung. Wir sollen schön sein, aber nicht zu schön. Wir sollen gescheit sein, aber nicht zu gescheit. Wir sollen auch stark sein, aber nicht zu stark. Am besten waren wir erfolgreiche Karrierefrauen, liebevolle Partnerinnen. Ja. Und nachher noch perfekte Mamis. Wer bestimmt denn die Rollen? Wieso lasse ich mich jetzt in so eine Rolle einzwängen? Wenn ich daran denke, was eine Frau sein soll oder sein darf, dann soll sie einfach sich selber lieben dürfen. So wie sie ist. Auch wenn sie noch so viele Kritik noch kriegt. Sie darf mutig sein und authentisch, auch wenn es sehr oft heißt, dass es unbequem ist. Und vor allem darf sie ihre Freiheit genießen. Wir Frauen sind alle so unterschiedlich. Wir sind wie jede Farbe von Regenbogen, wie jede Note von einer Melodie. Ja, wir jede Facette von einem Diamanten. Und der Grund, warum ich heute heiraten muss, ist einfach leid, weil ich schwanger bin.
Was mir die Johanna erzählt hat, war von ihrer Arbeit als Theaterpädagogin. Sie hat es einfach gekannt. Also wie sie uns erzählt hat, wie sie gearbeitet hat, das bringt man nicht zusammen. Das bringt man so nicht zusammen. Die Johanna hat es einfach verstanden, wie man die Arbeit umgeht. Und angefangen hat damals mit der Planung. Also sie hat angefangen zu planen, sie hat sich in den Raum umgeschaut, sie ist gekommen, hat sich vorbereitet, so wie sie es halt gehört. Und sie ist eins mit sich selber geworden. Und dann sind die Kinder gekommen. Mit den Kindern hat sie es logisch super gekannt. Sie hat verstanden, wie man mit Kindern umgeht und wie man die Kinder einfach abholt, hey, wo sie sein. Und deswegen war ihre Gruppe auch wahnsinnig organisiert. Und ja, also ich war nicht dabei, aber ich kann es mir nicht vorstellen, wie das wirklich einfach geklappt hat. Angefangen hat sie auch mit so einem klassischen Sitzkreis, wo sie nachher erzählt hat, was darf nicht passieren, was darf man so machen. Und dann ist es logisch im klassischen Raumlauf übergegangen. Jedes Kind war auf sich konzentriert, jeder hat seine Sachen gemacht. Und sie hat es mit wenigen Worten verstanden, einfach die Gruppe zu führen und zu leiten. Und eigentlich jedem das Gefühl zu geben, an sich wachsen zu können. Also ich habe das wahnsinnig, wahnsinnig faszinierend gefunden. Du, mit deinem Körperbewusstsein, du wirst alles im Leben schaffen. Und du, mit deiner Ruhe. Berge kannst marschieren und du wärst einmal so die perfekte Mami für so viele Kinder. Und du, mit deiner Schönheit, das ist die Zukunft. Das sind meine Kinder und ich bin so stolz drauf. Und weil die Johanna ihre Arbeit einfach so gut verstanden hat, hat sie sich noch immer entschieden, ihr Wissen ins nur in Theaterpädagogen weiterzugeben. Und die haben das einfach wahnsinnig inspirierend gefunden. Also, man sieht es nicht lange mit den fremden Kindern einfach unmöglich gut gekannt. Auch mit ihren eigenen. Sie hat sich so viel gut erzogen und so viel eine liebe Mami war sie. Sie war meine Inspiration, auch so viele Kinder zu kriegen. Mama, darf ich bitte Schwab sagen? Ja, gern. Wie leise du bist. Danke, Mama. Der in die Waschmaschine, Armin. Ja, logisch. Hier schnell. Aber der will die Wäsche aufhängen. Nein, gell, die Wäsche darf ich aufhängen, Mama. Ja, häng deine Wäsche auf. Also bei mir noch einmal nach der Logen von der Mann. So brav. Aber Mama, hast du installiert die Diplomagierung? Danke. Ich muss auch nicht mehr denken. Mama, darf ich bitte die Fenster putzen? Bitte! Ja, gell? Ja.
zwischen Rahn und deiner Meditation hat mir die Johanna den Tiefpunkt ihres Lebens erzählt. Ja, mir hat sie es erzählt. Ja. Sie hat Krebs gekriegt. Den Krebs zu bewältigen. Aber na, so richtig gegangen. Und zwar mit der Midlife-Crisis. Und Sam haben seine ganzen Gefühle auf einmal gekommen. Wut, Freude, Trauer, alles. Sie war leider überfordert. In the shallow, we're far from the shallow.
the shallow, we're far from the shallow now. In sich gekehrt, hat ihre sehnlichsten Träume in Erfüllung gehen lassen. Sie hat beschlossen, auf eine Weltreise zu gehen. Das hat sie mir dann einmal noch gesagt, gell? Da hat sie verstanden, dass sie in ihrem Leben nicht nur Gutes getan hat und nicht nur Menschen weitergebracht hat, sondern sie hat ganze Leben gerettet. Zahlreiche Leben. Oh,
Johanna hat mit mir allem gern über ihre Träume geredet. Sie hat mir aber auch erzählt, wie sie es sich vorstellt, wenn sie einmal stirbt. Ich war total beeindruckt von dem, was sie sich denkt. Sie war einfach eine authentische Frau. Ist es angsteinflößend? Nein, ich glaube nicht. Es musste so kommen. So spielt das Leben. Die Reise neigt sich dem Ende zu. Sehen wir uns auf der anderen Seite? Nein, Johanna. Es gibt keine andere Seite. Das ist das Ende.